Aktuell ist auch ein, wer hätte das erwartet, Halloween Special dabei. Das heißt, man kann zusätzliche Dinge sammeln und kriegt andere Sachen dafür. Keine Ahnung, frag mich nicht. Genau, es gibt Cankerous Hooks, beziehungsweise Visceral Canker, whatever Canker. Und da kriegt man halt entsprechend Nektar her, den man sammeln kann. Und mit dem Nektar, keine Ahnung, das gibt extra Punkte. Da gibt es halt entsprechende Dinge, die man szenentechnisch sehen kann. Ich zeige es jetzt einfach mal. Und so wurde das T-Virus geboren. Ja, ich habe auch keine Ahnung, warum sie jetzt ausgerechnet jetzt ein Halloween-Special rausbringen. Ich meine, wer interessiert sich für dieses Halloween? Abgesehen für die Gruppe, die macht recht gute Musik. Also ich wäre auch mordsmäßig wütend, wenn ich da die ganze Zeit an diesem Ding gehangen hätte. Süßes oder saures habe ich mit den Hasen das ganze Jahr. Ja, glaube ich dir gern. Glaube ich dir sehr gern. Ah, die andere Seite der Story. Mutiert jetzt der Tisch? Ich würde sagen, das ist ein klassischer Verloren. Ja, mehr als die drei gibt es jetzt leider gerade nicht. Und wie man sieht, ich habe auch schon eins von den Dingern gesammelt als Survivor, weil wir haben schon mal eine Runde in der Gruppe am Wochenende gespielt. So, mal schauen, was haben wir denn da? Wir haben den Saboteur aktuell aktiv. Without a Toolbox hat 50% Speed. Und motivated in dire situations, 3% additional speed when repairing, sabotaging, healing, unhooking, vaulting, cleansing, opening exit gates and searching while injured. Okay. Okay, süßes oder so. Ich will da gar nicht mehr wissen. Das will ich gar nicht. Was sind denn unsere Daily Rituals? Oh, die drei Generatoren, die habe ich noch gar nicht fertig. Na gut, The Hunt Ritual, As a Survivor, 3 Minutes with the Trapper, Escape and Collect One New Item. Ja, dann joinen wir doch mal irgendwem und gucken mal, was rauskommt. Bei der Gelegenheit fällt mir gerade was auf. Warum sagt ihr mir nicht, dass ich vergessen habe, die Spielmusik zu aktivieren? Ich meine nicht, dass jetzt gerade keine ist, aber ja. Ja, es ging ums Essen, da kann man die Ohren schon mal aussetzen.
Ja, schön. Den Ladebalken kennen wir schon, danke. Also ja, ja gut, wenn die Musik nicht so super ist, dass ihr sie nicht vermisst, ist ja alles gut. Und zum Thema eben, klar bin ich im Laserfeuer untergegangen. Jeder würde in Laserfeuer untergehen. Das wollte ich noch sagen. Nicht, dass das schon Minuten her ist. Aber so kennt ihr mich. Ich bin eine temporale Anomalie. Ich lebe gleichzeitig jetzt und in der Vergangenheit. Niemand weiß genau, wann ich gerade bin. Ich auch nicht. Ja, das Gute an diesem Screen ist, es gibt auch keine Musik, die fehlt, weil einfach keine da ist. Also wenn ihr jetzt noch mal unbedingt irgendwo hin wollt, zum Beispiel nach Japan und zurück, wäre die Zeit dafür. Zu Fuß. Vielleicht haben wir dann den Ladebildschirm überwunden, bis wir dann da sind. Vielleicht dauert es auch einfach 2 Minuten länger oder weniger lang oder... Hallo, Spiel. Kann man hier nicht mehr ein vernünftiges Online-Spiel spielen, während man andere Dinge aus dem Internet runterzieht? Dinge, die Fenris vorgeschlagen hat? Und das nur mit halber Kraft? Ich gehe nochmal hin und begrenze den Download ein Stückchen was vom Steam. Wird nicht besser. Es wird nicht besser. Kann ich das Spiel beenden und nochmal neu starten? Muss ich das Spiel beenden und nochmal neu starten? Dieses Geräusch wurde Ihnen präsentiert vom Task Manager. Oder kann das sein, dass meine Kiste jetzt einfach ausgelastet ist? Nee, der Datenträger ist gerade nicht so wirklich ausgelastet. Das ist okay. Mein Netzwerk sollte eigentlich auch schneller sein. Dann schauen wir noch mal rein.
startet, bitte warten. Loading Player Independent Shop Data. Independent Shop. So rum. Ja, wir haben Dinge, die wir tun können und so weiter. Hat er übernommen, das Ding hat er auch übernommen, sehr schön. Dann joinen wir nochmal in der Lobby, vielleicht finden wir diesmal eine. Ach, sieh an. Kaum begrenzt man die Geschwindigkeit von seinem Download, schon kommt man wieder zum Ladebildschirm. Nein! Und jetzt ja, schön, eine Insel. Ich habe keine Ahnung, was für ein Killer, wie ein Killer, wo ein Killer, aber wir werden sterben. Das weiß ich. Ja, Special Items gehen immer. Survivors Vault more quickly through a window when running. Ja, das ist okay. Gib mir lieber einen Tipp, was es für ein Killer sein könnte. Am Wochenende habe ich das ganze Spiel auf meinem Laptop gespielt. Oh mein Gott, war das. Ja. Dropping a pallet on a killer momentarily stunts him. Was? Dinge auf jemanden runterzuwerfen? Stunt ihn? Wer hätte das erwartet? Na komm. Oh, es hat weitergeladen. Survivor the Dying State ist okay. Kein Hint auf den Killer? Haben sie das jetzt rausgebracht? Das ist ja nett. Shelterwoods MacMillan Estate. Ah, wir haben ein paar Tattoos, stelle ich gerade fest. Ah, Maus. Verdammt. Hallo? Maus? Jetzt. Da wollte sie sich gerade nicht so drehen. Schon wieder nicht. Hallo? Okay, wenn das so anfängt, können wir nur sowas von sterben. So gut war ich aber nie. Zwei Grades. Drei Grades Skillchecks hintereinander. Alter, irgendwas stimmt hier nicht. Oben rechts seht ihr übrigens die Halloween Special Fiole, die man zusammensammeln kann. Ich glaube, ich sollte mich auf das mal anschauen. Angst. Ups. Guter Plan, wenn er da rumsteht. Ah, fuck. Was zum... Hat er uns jetzt gerade wieder verloren? Ka-
Kacker Scheiß. Er hat uns verloren. Nee, da gehe ich jetzt mal lieber weg. Der Killer war ja da hinten schon. Ah, da hat er jemanden hingelegt, alles klar. Dann kann ich jetzt meinen Generator hier zu Ende machen. Wir hatten am Wochenende eine Runde, die war... Struggelt der schon. Hat er sich gerade selber versucht zu retten, der Idiot? Also wir hatten am Wochenende eine Runde, wo wir es geschafft haben, zu viert gegen einen Killer zu spielen und nicht mal einen einzigen Generator geschafft haben. Und wir waren alle untereinander im Discord. Hey, der sieht aus wie ich. Der sieht aus wie der Killer. Oh ja, guter Plan. Der, wem ist er her? Nicht hinter mir. So gut, nicht so gut. Also das knochige Dings da, was ihr da seht, daraus konnte man die Sachen rausholen, die man da klassischerweise dann sammeln kann für das Halloween Special. Jetzt warte ich mal einen Moment ab. In der Hoffnung, dass es kein Camp Killer ist. Komm mal mit. Wo bist denn du? Da bist du. Ich kann dich jetzt gar nicht. Komm, lass mal mich machen, das gibt wenigstens Blutpunkte für mich. Und guck, ich kann es ein bisschen besser. Und du verbrauchst dein Dings nicht.
Ja, ich merke schon, du bist voll der Pro. Oh, da komme ich nicht durch. Ich bin auch voll der Pro. War hier hinten nicht noch irgendwo ein Generator? Nein, da ist zumindest ein Killer. Ja, gut. Ich sehe es mal so, ich brauche noch eine. Wir brauchen noch einen Generator und dann erscheint irgendwo eine Lücke, sollte ich halt drei hier drauf gehen. Ist nicht so optimal. Ich sollte gar nicht so denken. Da hinten. Immerhin bist du weit gekommen. Wir werden dich vermissen in der Gruppe. Erbarmt sich denn niemand, dem anderen zu helfen? Na, okay, macht einen Generator, das ist. Ah, jetzt weiß ich warum. Es ist ein Camper geworden. Na, guck an den Ausgang. Es ist jetzt ein Schrankcamper. Ein Schremper. Ich bin sicher, der kommt jetzt gleich nochmal hier vorbei. Okay. Vielleicht auch nicht. Nach da hinten. Das Gute ist, der Haken, der da hinten ist, der ist schon kaputt. Ah, geh weg, du Dings, ich will mehr sehen. Der ist schon. Nee, der ist. Was zum Teufel? Wie ist das denn jetzt passiert? Genau, nutzt den Haken bei uns ums Eck, dann kann ich nämlich direkt loslaufen und befreien. Nein, der campt. Das können wir sowas von vergessen. Das links war so ein Ding, was wir machen müssen, um das Halloween-Special zu machen, aber da war jetzt zu viel Killer in der Nähe.
Wenn der Killer campt, dann haben wir keine Chance, da irgendjemanden zu befreien. Fürchte ich. Dann machen wir lieber die Generatoren, dass die, wer auch immer der letzte Überlebende ist, eine Chance hat rauszukommen. Eine Chance haben, irgendwas zu tun. Mittlerweile hoffe ich, die Person ist auch schon so weit selber geheilt. Ist nicht mehr viel Brauch. Die sabotieren. Heil! Ja, ist okay, dann... Halt euch gegenseitig, wenn ich das nicht darf. Okay. Alles klar. Ja, ist gut. Renn halt hier immer im Kreis rum. Das bringt dir gar nichts. Das ist die Gejagte. Dann machen wir hier noch die Search zu Ende. Wir wollen ja schließlich auch noch was mitnehmen. Für daheim. Ein Souvenir. Eine Toolbox. Wenn wir sie jetzt nicht aufbrauchen. Jemand geopfert. Braver Killer. Opfer jetzt nur noch den anderen, dann können wir dieses Ding suchen. Ganz blöde Idee. Das Gute ist, das Zeug hier nehmen wir von Dings zu Dings mit. Wir haben es nicht gesehen. Sag mal. Das Geräusch ist übrigens sehr, sehr hervorragend. Erinnert mich irgendwie an eitrige Pickel. Ja, sehr gut. Nein, eigentlich nicht sehr gut. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt weiß ich, dass der da hinten hängen, stehen bleibt. Deswegen brauche ich gar nicht loslaufen, um ihn zu retten. Ja, jetzt
der ist auch schon direkt geopfert. Yay. Dann machen wir die Killer mal gleich noch kurz aufmerksam. Und weg. Irgendwo ist eine Luke, die wir finden müssen. Alternativ können wir weitere Generatoren bauen. Es ist spannend. Das hat er gesehen. Nein, hat er nicht. Alter. Dummerweise sehe ich durch diese Wand da nichts. Vermutlich rennt er jetzt zwischen den beiden letzten Generatoren hin und her. Ich habe keine Ahnung, ob der Stream bei mir hängt. Ich werde gleich mal schauen, wenn ich durch bin. Im Moment ist das recht spannend. Komm, mach ihn hin. Das hat eben schon mal versucht. Ich versuch's nochmal. Ich glaube, jetzt kommt er so langsam auf den Trichter. Diesmal versuche ich es noch. Was ist? Ist da nicht wahr? Ist der andere Generator, alles klar. Ja, und er ist wieder in der Nähe. Schauen wir mal, vielleicht finden wir auch einfach die Lücke. Das wäre natürlich auch einfach sehr positiv. Müsste jetzt auch offen sein.
Sollte jemand die Luke sehen, bitte dringend schreien. Zumindest einen Exit haben wir ja schon mal. Nicht, dass er uns hilft. Zweiten Exit, alles klar. Da haben wir eine Falle, auch sehr schön. Trapper knows what he does. Aber jetzt ist keine Luke. Dafür ist da hinten ein Killer. Ah, jetzt macht er sie kaputt. Alles klar. Er hat also dazugelernt. Hier ist keine Luke. Damit, wo ist Mr. Luke? Ich bin dein Vater, Luke. Komm heraus. Boah, jetzt hat er uns definitiv gesehen, zum ersten Mal. Dummerweise Self-Healing funktioniert mit der Toolbox nicht. Hat jemand die Luke währenddessen gefunden? Ich nicht. Boah, was jammern wir jetzt? Oh, sie an, da liegt eine Falle. Alter. Dieser Killer. Ich höre dich immer noch, geh weg. Du
Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Geh weg. Ist immer noch da. Hätte er uns nicht getroffen, wäre er schon lange weg, weil er uns nicht mehr weiß, wo wir sind. Ja, so hört er uns, glaube ich, noch zu sehr jammern. Machen wir zumindest noch die Fiole voll. Luke hätte ich trotzdem gerne irgendwo. Ja, da kommt er direkt auf uns zu. Das ist gar nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Nein, 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 nein. Fuck. Wir liegen direkt unter dem Haken. Oder er sieht den Haken nicht. Geht zum Nachbarhaken, der ist aber auch weit genug. Oh, schade. War aber spannend. So, jetzt schaue ich mal nach meinem Stream. Der sieht eigentlich flüssig aus. Also ich glaube, der Stream leckt bei euch. Es war auch ein unfairer Killer mit seinem Camperei. Aber wir haben unseren Reconstruction Tutorial Ritual bekommen. Das ist nett. Wir haben keine weitere Filiole bekommen. Blutpunkte ist auch sehr respektabel. Stück weiter in den nächsten Player-Rank. 600 XP plus 300 First Ladies. Plus 900 XP. Nice.